Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute einen DM-Haul für euch und habe super viele Neuheiten gefunden, die ich euch heute gerne zeigen wollte und die ich auch selber gerne ausprobieren wollte. Aber ich habe heute noch einen kleinen Special Guest in meinem Video, den sich super viele von euch gewünscht haben. Und zwar ist das hier Molly. Die Leute, die mein letztes Video gesehen haben, wissen ja sicherlich, wer Molly ist. Und zwar ist Molly mein kleines Hundebaby. Und viele von euch hatten sich gewünscht, dass ich Molly mal einen eigenen Instagram-Account mache, damit ich mein normales Instagram-Profil nicht so mit Hundebildern zu spammen, was ich ja schon gemacht habe eigentlich. Und deswegen hat Molly einen eigenen Instagram-Account. Den werde ich euch hier einblenden, könnt ihr gerne folgen für süße Fotos und lustige Videos. Und ja, so sieht Molly aus. Es ist wirklich ein super süßes Baby. Und ich glaube, ich lasse sie jetzt auch mal runter, weil ich glaube, sie hat keine Lust mehr. Gell, Molly? Ist keine Lust mehr, ne? Ja, auf jeden Fall haben sich das viele gewünscht, dass ich sie noch mal in einem Video zeige, weil sie ja nur ganz kurz draußen im Auto zu sehen war, als ich sie abgeholt habe. Und falls ihr wollt, dass ich so ein exklusives Video noch mal über den Hund drehe, woher ich den habe und so weiter, dann schreibt mir das mal gerne. Und ich würde sagen, jetzt starten wir auch direkt mit dem DM-Haul. Ich habe wirklich super viel eingekauft, der Kassenzettel ist wirklich endlang. Und wir starten direkt mal mit dem ersten Produkt. Und zwar habe ich mir hier solche Balea Anti-Falten-Augenpads gekauft mit Q10. Die schauen so aus, die habe ich bisher noch nie ausprobiert und ich dachte, es wäre mal an der Zeit, etwas gegen Falten zu holen. Ich hatte ja vorgestern Geburtstag am 28. März, da folgt auch noch ein Video, wo ich euch meine Geburtstagsgeschenke zeige. Das interessiert ja auch immer super viele von euch. Und dann dachte ich mir, ja, Sarah, du wirst langsam alt, da kannst du dir auch mal so Anti-Falten-Dinger hier holen. Und ich bin schon sehr gespannt, ja, ob ich die gut finden werde. Dann geht es weiter mit dieser Seife hier. Ich habe die letztes Mal in so einem ganz normalen Seifenspender gekauft und das hier ist so ein Schaumseifenspender. Und die hat so, so gut gerochen. Ich weiß, die hat 4 Euro gekostet. Ich weiß auch gar nicht, wie viel das jetzt gekostet hat. Ob auch 4 Euro oder teurer. Aber ich werde euch sowieso alle Preise einblenden. Und das ist wirklich eine richtig geile Seife, die sich hübsch im Bad macht und zudem auch sehr, sehr gut riecht. Ja, ganz neu bei DM sind natürlich die neuen Duschschäume von Bilou, also von Baby's Beauty Palace. Da habe ich natürlich auch die neuen 3 Sorten mitgenommen. Und zwar hier einmal Slushy Apple. Schaut so aus. Dann haben wir hier einmal Happy Spring. Das ist eine Limited Edition mal wieder. Ich finde die Verpackung wirklich so, so schön. Schaut mal. Also echt total frühlingshaft. Und dann noch Cotton Candy. Und das schaut so aus. Ich werde die jetzt hier nicht im Video ausprobieren. Vielleicht kommt da nochmal ein extra Video zu. Oder folgt mir auf Snapchat. Da werde ich das mal ausprobieren. Und oh, ich habe hier davon 2 Flaschen mitgenommen, sehe ich gerade. Also zweimal Happy Spring, weil die Flaschen so toll waren. Und dann gab es ja noch von den ganzen Sorten dann nochmal einen Pflegeschaum davon. Also die passende Bodylotion dazu quasi. Und da habe ich jetzt nur eine mitgenommen. Und zwar diese hier, weil die Flasche so, so toll aussah. Und der Duft mir auch echt super gut gefallen hat. Den habe ich nämlich im Laden ausgetestet. Ja, was wäre schon ein DM-Haul, wenn es neue Bilous gibt und keine Bilous im Einkaufskorb landen. Ich glaube, das geht gar nicht. Dann habe ich hier neu entdeckt von L'Oreal ein Gesichtswasser. Das schaut so aus. Und das hat mich sehr angesprochen, weil ich das passende Waschgel schon dazu habe zu Hause. Und das ist das Gesichtswasser, kostbare Blüten, reinigt sanft und belebt, entfernt auch Make-up. Also ich glaube, das kann man auch als Make-up-Entferner dann benutzen. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das Waschgel davon gefällt mir sehr, sehr gut und da hat sich das Geld auch wirklich gelohnt, weil das wirklich sehr, sehr sanft zur Haut ist und den ganzen Schmutz wegmacht. Dann habe ich mir noch einen Pinsel gekauft und zwar ist der von Real Techniques. Das ist der Sculpting Brush und ja, ich brauchte mal wieder einen neuen Pinsel. Den werde ich wahrscheinlich zum Make-up-Auftragen ganz normal verwenden. Und dann habe ich mir noch diese kleinen Schwämme hier gekauft. Auch von Real Techniques, weil ich irgendwie meine verloren habe. Die finde ich super zum Concealer verblenden. Und die schauen so aus und die mag ich echt sehr, sehr gerne. Nur wie gesagt, ich habe meine irgendwie verlegt oder verloren. Deswegen mussten neue her. Außerdem ganz neu bei DM gibt es jetzt auch diese schwarzen Masken hier. Die sind von Balea und die schauen so aus. Und die nennen sich Soft and Clear Anti-Pickle Peel-Off Maske. Und da bin ich schon echt sehr, sehr gespannt darauf, ob ich die genauso gut finden werde wie die von Amazon. Die waren auch gar nicht teuer und deswegen habe ich direkt mal 3 Stück mitgenommen. Es geht weiter mit diesem Produkt hier und das sieht meiner Meinung nach aus wie ein Trinkpäckchen aus dem McDonald's oder so. Aber das ist tatsächlich eine Limited Edition als Body Lotion. Ich finde die Verpackung super, super cool, wenn man mal irgendwie unterwegs ist oder so. Und das nennt sich Sommerwanne mit sommerlichem, lieblichem Duft. Ich werde das Ganze jetzt mal direkt ausprobieren, weil mich das echt interessiert, wie das riecht. Und ich finde die Verpackung halt echt mega cool. Gerade so zum Mitnehmen. Also irgendwie riecht das nach Alkohol so ein bisschen. Ja, also schon sommerlicher Duft, aber überzeugt mich jetzt nicht.
zu 100%, aber so für unterwegs finde ich die Verpackung eigentlich ganz cool, aber der Duft ist so, naja. Dann durften noch mit von Balea, auch aus der Soft and Clear Reihe, die Anti-Mitesser Nose Strips mit Salicylsäure und Teebaumöl. Das ist sowas ähnliches wie die schwarze Maske, halt nur als Strip gedacht und zum Abziehen halt auch. Ja, wollte ich einfach mal mitnehmen und auch mal ausprobieren. Ich hatte davor immer die von Nivea und ich dachte mir, ich probiere jetzt dieses Mal die von Balea aus. Dann geht es weiter mit diesen Augenbrauenformern hier, und zwar gibt es die im Dreierpack von Ebelin und die benutze ich mal ganz gerne, wenn ich keine Lust habe, mir meine Augenbrauen zu zupfen, und dann gehe ich einfach mal hier so ein bisschen drüber oder entferne mir so ein bisschen den Damenbart damit. Ja, mache ich ganz gerne damit, deswegen durften die auch mal wieder mit, weil meine irgendwie auch alle wieder verschwunden sind. Wer kennt es nicht, Haarspangen, also diese Bobbypins verschwinden bei mir immer, sowas verschwindet immer, und Haargummis, die verschwinden auch immer bei mir. Ganz strange. Dann durfte noch eine Seife mit, und zwar auch als Schaum, und zwar ist die auch neu, das ist von Palmolive Magic Softness in der Duftrichtung Jasmin. Und ich liebe momentan echt solche Schäume und es macht wirklich super viel Spaß, sich damit die Hände zu waschen. Und ich hoffe, dass das gut riechen wird und es sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Dann durfte noch dieses Trockenshampoo hier mit von Got2Be, das ist jetzt auch neu im Sortiment, und da habe ich mich hier für dieses Volumen Trockenshampoo entschieden. Da gab es noch zwei andere Sorten, aber ich habe mich jetzt für das hier entschieden, weil ich jeden Tag Trockenshampoo verwende, ob mir es jemand glaubt oder nicht, aber das ist echt schon irre. Auch nach dem Haare waschen, weil ich finde, das hat irgendwie so einen richtig coolen Look danach. Man hat so schön Volumen und es sieht einfach, keine Ahnung, noch frischer aus als frisch gewaschen, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen brauche ich immer Trockenshampoo daheim und ich bin schon gespannt, ob mir das hier besser gefallen wird als die anderen, die ich jetzt daheim habe, weil das ja extra für Volumen gedacht ist. Dann habe ich mir noch ein Labello gekauft, und zwar sieht der so aus, der ist von BB und das ist ein 3-in-1 Repair Balm. Beruhigt sofort, repariert und pflegt und schützt. Ja, braucht man wie gesagt immer mal, gerade jetzt so habe ich total spröde Lippen, werde ich mir auf jeden Fall in meine Handtasche gleich legen. Dann durfte noch dieses wunderschöne Kosmetiktäschchen hier mit, das ist von Catrice, das ist auch aus so einer Limited Edition und das ist so von innen rot und das hat mir echt super gut gefallen, weil man das perfekt in der Handtasche kriegt, die ein bisschen kleiner ist und trotzdem dann die Sachen schneller wiederfindet. Catrice hat jetzt auch neue Lippenprodukte, und zwar die Lip Cushion, so nennen die sich. Die schauen so aus. Und die fand ich wirklich super interessant, weil man quasi unten drehen muss, wie beim Concealer, und oben kommt dann das Lippenprodukt raus. Und ich habe mich jetzt für die Farbe 01 entschieden, das ist so eine natürliche Alltagsfarbe. Und es hat mich echt überzeugt, deswegen bin ich schon echt gespannt drauf, wie die mir gefallen werden, auch von der Haltbarkeit her. Aber die Farbe ist wirklich super schön, die habe ich nämlich im Laden geswatcht und die haben dann noch, glaube ich, 5 oder 6 weitere Farben. Dann durften noch Invisibubbles mit diesen Nano-Bubbles hier oben drauf. Die finde ich ja auch total süß, wenn man sich irgendwie Zöpfe flechtet oder so. Die sind ja mega, mega klein. Ich hoffe, das erkennt man. Und hier unten hat man dann die ganz normalen Haargummis. Und da habe ich mir einmal so ein Pack hier mitgenommen. Ganz neu bei DM gibt es jetzt von Maybelline auch diese wunderschöne Lippenpalette hier. Die hat mich total angesprochen wegen den schönen Farben, weil die echt super gut zum Sommer und Frühling passen. Und da sind nochmal 2 Highlighter drin, glaube ich. So 2 Highlighter-Töne. Und genau, ist echt eine richtig schöne Palette und da kann man sehr, sehr viel mit anfangen. Dann habe ich gesehen, dass L'Oreal neue Lippenstifte rausgebracht hat und da durften dann 2 Stück mit. Die schauen so aus, also die haben auch echt eine richtig schöne Verpackung, finde ich. Die sind, ich hoffe, das erkennt man, so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber auf jeden Fall haben die echt eine richtig coole Verpackung. Und da durfte einmal die Farbe 634 mit und einmal die Farbe 103. Ich kann euch das mal kurz so zeigen. Und die fand ich wirklich total schön, die 2 Farben. Deswegen habe ich die mir direkt mal mitgenommen. Dann habe ich mir noch eine Foundation zum Ausprobieren mitgenommen, was ich in der Drogerie eigentlich nicht so gerne mache, weil mir die Farben meistens zu dunkel sind. Aber die Farbe scheint eigentlich zu passen, könnte ich meinen, weil die schon sehr, sehr hell ist. Und zwar ist das von Manhattan, der Refresher Skin, in der Farbe 32 Classic Ivory. Und ich bin da schon echt gespannt drauf, weil das in so einem Döschen kommt. Und ja, ich freue mich schon echt drauf, das auszuprobieren, weil ich suche momentan eher so eine etwas leichtere Foundation, die halt schön frisch aussieht. Und meine Foundation von MAC ist sowieso gerade leer gegangen. Deswegen dachte ich mir, ich probiere einfach mal das hier aus. Dann habe ich mir noch was ganz Tolles aus der Catrice LE mitgenommen. Und zwar ist das hier diese schöne Lidschattenpalette. Ich finde die Verpackung wirklich total schön gemacht einfach. Und da sind echt richtig schöne Farben drin und auch, wie gesagt, die Verpackung sehr, sehr edel und sehr hübsch gestaltet. Und ja, freue ich mich schon sehr drauf, das zu benutzen. Dann habe ich mir noch eine Deo-Creme gekauft, die ich euch auf jeden Fall sehr, sehr ans Herz legen kann. Und zwar ist das von Nivea Dry Comfort Antitranspirant. Und das ist halt, wie gesagt, so eine Deo-Creme, die wirklich super lange hält. Also damit schwitzt ihr auf gar keinen Fall. Die könnt ihr euch echt mal gerne angucken, weil ich finde die wirklich super. Die hat mir mein Freund gezeigt und ich so, okay. Habe ich gar nichts von gewusst und das hat hier quasi so ein
so ein Loch hier. Ich hoffe, das sieht man. Und dann kommt da so eine Creme raus und dann könnt ihr euch das so unter die Achseln schmieren. Also das ist wirklich super praktisch. Dann habe ich mir noch von Trended Up hier so einen Blush gekauft. Der war auch neu im Sortiment und ich fand die Farbkombination echt mega, mega schön. Wenn man da mit dem Pinsel reingeht und alle Farben vermischt, hat man da wirklich einen super schönen Ton raus. Und das ist die Farbe 020. Ja, einen Namen hat das nicht. Auf jeden Fall sieht das so aus. Und zu guter Letzt habe ich mir dann noch dieses Set hier gekauft. Das ist von Maybelline. Und zwar ist das der Vivid Matte Liquid Lipstick in der Farbe 05 Nude Flush. Und dazu gab es dann auch noch einen Nagellack kostenlos. Der schaut so aus, also eigentlich so wie meine Nägel gerade sind. Und das ist die Farbe 31. Genau. Ja, das war es dann auch schon mit meinem DM-Haul. Ich hoffe natürlich sehr, dass er euch gefallen hat, dass einige Neuheiten für euch dabei waren, die ihr auch gerne ausprobieren möchtet. Ansonsten würde ich sagen, schaut doch gerne nochmal bei Mollys Instagram-Account vorbei, weil viele von euch hatten sich das ja wirklich gewünscht, dass ich einen Instagram-Account mache. Einige von euch hatten sich dann auch beschwert und meinten, oh mein Gott, die macht jetzt hier für ihren Hund einen Instagram-Account. Das liegt ja wirklich nur daran, weil ihr euch das ja so sehr gewünscht habt und weil ich meinen Instagram-Account nicht mit Hundebildern voll spammen möchte. Weil man hat wirklich so viele süße Bilder vom Hund und denkt sich, soll ich das Bild jetzt bei meinem Account posten oder nicht? Und dann irgendwann sieht der Account so aus, als wäre das ein Hunde-Account und nicht mein Account. Und das möchte ich ja nicht. Viele von euch hatten sich das ja auch, wie gesagt, gewünscht. Und dann, ja, kann man sich mit diesem Account so ein bisschen bespaßen, weil da echt super lustige Videos und Fotos schon von der Molly sind. Ja, ich danke euch auf jeden Fall nochmal für eure Namensvorschläge für die kleine Maus. Wir haben sie jetzt letztendlich Molly genannt. Ja, ich würde sagen, ich schwätze gar nicht mehr weiter drum rum. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!